Sarkologus. Ist ganz toll. Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Michael Rübsberger. Schneiden wir raus. Und Robin Anfangmann. Robin, wir sind nein. aus dem Gefängnis rausgekommen. Ich krieg immer so viel Shit von den Leuten, weil ich rülpse, aber es muss halt aus mir raus. Wir müssen uns in der Folge ein bisschen beeilen, weil wir haben nur 18 Minuten Band noch. Ja. Deshalb müssen wir ein bisschen. Wir nehmen nämlich noch auf VHS auf. Ja. Und deshalb müssen wir uns ein bisschen beeilen. Deshalb wird das jetzt mal eine kürzere Folge, aber ist nicht schlimm. Wir sind rausgekommen aus dem Knast. Ja. Michael Bamberger hat es nämlich nicht geschafft. Ich habe einfach falsch geklickt, ja? Ne? Nicht immer auf die anderen zeigen, auch mal die anderen ihre Fehler eingestehen lassen. Ne? Dann ist es nämlich nur halb so peinlich für mich. Weißt du, was anders ist? Nee, ich spreche nicht mit dir, weil du bist gerade blöde zu mir gewesen, ja? Ich spreche mit den coolen Menschen da draußen, ja? Ja. Was anders ist in dieser Aufnahmesession, ja, ist, wir trinken kein Bier, weil Robin Rottmann keinen Bierdurst hat. Das ist eine Sache, die ich, haben wir nicht irgendwas dabei, womit wir das machen können? Photocopy of Note. Pass mal auf, lass uns einfach nochmal in uns gehen. Ja? Was habe ich schon versucht? Ich habe den Tampon versucht, so, ich habe die Streichhölzer versucht, ich habe den Schraubenzieher versucht, Damn it! Der Stift ist nicht in den Stift, könntest du so ins Loch reinstecken oder so. Probier jetzt einfach alles durch. Ja, probier einfach alles durch. Aspirin, nein. Du musst dir auch mal vorstellen, weißt du, wenn einfach so ein junger Mann steht mitten in der Nacht vor der Tür des Barbershops, ja, und er versucht sich einfach mit Aspirin, Vitamine. Mit einem Schraubenzieher, okay. Mit Vitaminen, mit Tampons, versucht so die Tampons ins Schlüsselloch reinzubohren. Hat das probiert? Nee, das hatte ich probiert. Okay. Das war das Erste, was ich probiert habe. Natürlich war das das Erste. Weil wenn ich, Matchbook, was er aber auch alles auch in seinen, nicht. Guck mal, er hat keinen Rucksack an, was er alles dabei hat. Screwdriver. Oh man. Nee. Weißt du, was Steve ist? Steve ist für mich so ein Bauchtaschentyp. Feueraxt? Robin. That's not how exactly a professional would break in. Das hat man versucht. Robin, Steve ist so ein Bauchtaschentyp. Du bist auch ein Bauchtaschentyp. Ja, was mit der Leid? Ja, komplett. Du bist, hast du eine Bauchtasche? Ich habe keine Bauchtasche, aber ich weiß, was du meinst. Shit, Robin braucht eine Bauchtasche. Nein, Mann. Robin braucht ein. Ey, Alter. Panzerband, Dude. Wenn du irgendwann Panzerband hilft ey, wenn immer. Du irgendwann Geburtstag hast. Nein. Hä? Haben wir jetzt? Ah, guck mal, pass auf. Du hast das. Das war das Tape, oder? Haben wir das jetzt gemacht, damit das. Du hast es getaped und jetzt kannst du es einschlagen, ohne dass es splittert. Oder so. Bam! Es ist trotzdem gesplittert, aber egal. Well. Können wir kurz speichern? Ja. Alter, das ist scharf. Ja, das war ja einfach. Wir bleiben bei The Day After Tucholoris. Ja. Ist ja immer noch. Ist ja immer noch. The Day After Tucholoris. Wir haben nur ein Leben verloren, ne? Weil ich mich in der Fire Station habe erwischen lassen. Operate a light switch? Nee, nicht Licht anmachen. Du brichst gerade ein. Du musst geheim bleiben. Also da ist doch. Ja, nimm es einfach mit. Pole. A fancy barber's pole secured. Straight slot screws. Schraubenzieher. Du hast einen straight slot Schraubenzieher. Ja, den haben wir. Dann gönn dir, dann schraub. Schraub um dein Leben. Oh. Jetzt wird eingebrochen. Oh, scheiße, wir erwischt. Alter. Wirklich? Warum? Lad mal direkt. Wir sind doch gerade deaded, weil dritter Strike, oder? Denke. Third arrest, Steve. Schön vorgefahren. Das kann man halt auch nicht You're schnell überspringen. Out. Irgendwie, ne? Was? Somebody help me! You're out. Und jetzt viel Spaß beim Sterben, Herr Steve. Weißt du, wie du gerade einfach nochmal ohne Handschellen beim Sheriff rumgestanden warst? Boah, die Mutter, Alter. Das ist so scheiße. Ja, ich überspringe das mal. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Nicht wahr? Game over. The day after two. Weißt okay, Alarmanlage ausschalten. Ich mach jetzt das Licht an. Nee, vielleicht musst du nach dem Alarmanlagen-Ausschalteknopf suchen. Nichts ist passiert. Ja, der Lightswitch macht das Ding an und aus. Ah, mach's doch aus und klau's nochmal. Wahrscheinlich ist das die Lösung. Klar. Ich geh einfach. Oder du gehst einfach wieder. Ist ihm zu viel Aufregung so. Steve, nee. Gerade war es an, oder? Als du dran rumgefummelt hast. Ja, jetzt war es gerade an, ja. Also mach ich's aus. Schauen wir mal. Yeah! War es das jetzt? Du hast es, glaube ich. Einfach schnell gehen. Having acquired the barber's pole, you make your way back to the house. Okay. Zu deinem? Ist die. Jo, nächster Tag fertig, ne? Speedrun! Krass Progress gemacht, nicht schlecht. Progress hier! Ja, aber komm erstmal drauf, dass du Panzerband nehmen musst. Das ist ja wie bei Gameswelt. Das war der Gameswelt-Tag von Harvester. Einfach schön alles mit Panzerband zugeklebt und dann mitgenommen.
oder das was? Das war erstaunlich einfach gerade. Also, das ist rapidus. Und wie sind wir drauf gekommen? Ja. Einfach nur, weil wir uns doof durchs komplette Menü geklickt haben. Das machen wir jetzt einfach immer so. Ja, einfach immer erstmal alles ausprobieren. Das Problem ist, wir kriegen ja immer mehr Sachen. So, das Panzertape, das hast du jetzt auch nicht aufgebaut, das hast du ja immer noch. Und es ist ja nicht gesagt, ob nicht das nächste Rätsel auch wieder mit Panzertape und Axt zu lösen ist. Und Schraubenzieher. Aber schon gut. Ich frage mich ist trotzdem, wo er den ganzen Scheiß mit sich rumträgt. Er muss doch einfach einen Schubkarren oder so hinter sich herziehen. Mit dem ganzen Dreck, den er da hat. Eine Mistgabel. Ja, was ist denn da los? Eine Mistgabel, eine Leiter. Was ist denn da alles los? Ein Boll, ist immer das gleiche, Robin. Echt? Hier, Lippenburger. Burger. Ja. Was hat denn der Burger die Augen, Alter? Oh. Nochmal Elektroaugen. Boah, diese Haare. Wieso hat Steve damals keiner gesagt, dass er sich mal die Brust hätte rasieren sollen, bevor er die Videos macht? Warum haben sie sich auch einen Schauspieler gesucht, der halt kleine Man-Boobs hat, so? Die Sache ist, glaube ich, für einen 18-Jährigen oder was auch immer er darstellen soll, ist er einfach viel zu alt, der Schauspieler. Das kommt noch dazu. Ja? Also er ist halt ein sehr unglaubwürdiger Schauspieler. Das ist so, als würde man mich... Aber ich mochte ihn damals sehr gerne in Chat. 2007. Das ist so, als würde man mich casten für den Jungen in... Muss man jetzt die zweite CD einlegen, oder was? Press CTRL plus F4 und klick Left-Maus-Button. Warte. Hä? Haben wir jetzt gerade die CD gewechselt? Wir haben digital die CD gewechselt gerade, glaube ich. Was? Robin, ihn in Harvester zu casten für den 18-Jährigen ist so, als würde man mich für den 12-Jährigen casten in... Wie heißt das? Wie heißt der Scheißfilm mit Bruce Willis und dem kleinen Arschgesicht? Dem kleinen Arschgesicht? Mit den Kornkreisen und so und übernatürliche Scheiße und so. Und der Junge kann... Hier kannst du auch den Menschen hören. Du meinst Sixth Sense? Ja, war da Bruce Willis dabei? Ja, aber Sixth Sense hat ja nichts mit Kornkreisen zu tun. Ist aber auch scheißegal. Es geht um die Fehlbesetzung. Ja. Das wäre Fehlbesetzunglichkeit, ja? Wäre ich in diesem Film gewesen, statt des kleinen Jungen, mit 30. Okay. Hey, Steve. Dann hätte ich mir schön von Bruce Willis gute Nachtgeschichten vorlesen lassen. Das wäre mega geil. So, wir haben die Zeitung abgegeben, sehr gut. Vielleicht können wir gleich mal kurz nach der Lot speichern, das wäre ganz lieb. Du kannst doch einfach nochmal zum Barbershop gehen. Nee, reingucken. Wir können es doch lassen. Object Dawn. Object Dawn. Glass and Italian Dreams. You have done italienische well. Träume. Und du hast zu viele Zigaretten geraucht, mein Freund. Oh, er ist gestorben. But as those with affectations of worldliness say, c'est la vie. C'est la vie. Wow. Ist der Pastor Rilly gestorben, aber der hat ja eh nicht viel ausgehalten, den hast du einmal ins Gesicht geboxt und war er eh brei. Ja, das stimmt. Ja. Das ist wahr. So, ich guck mal, was unser Tape sagt. If that all you can say, a man was electrocuted. Ja. Pastor Rilly took a big spill, a permanent yes. one. Cut down in his prime. Wenn sie jetzt wirklich ganz schön dreckig und eklig. Wie sie jetzt gerade sich wirklich gegenüberstehen und sich Wortspiele um den Kopf hauen. Was ist das hier für ein Gespräch, Alter? Und ihr final assignment? Dass sie auch alle DNAs deiner sagen, weil das eh nicht funktioniert. And let the French fry where they may. Was? Ja, das ist aber gut, wir haben Match. Alright. Feuerscheiße. Toller Backseat-Mönch. Ja. Wie mache ich das denn? Richtig. Ey, die Order so, ist einfach so ein Prankverein. Komplett. Ich glaube, das ist einfach so. Sie wird einfach geleitet von Johnny Knoxville. Ja, komplett. Ich glaube, Johnny Knoxville ist einfach Chef von der Lodge hier. Es juckt mich nicht. Es juckt mich nicht. Mich ich will, auch nicht. Ich will Progress sehen. Okay, auf zu DNA Steiner, ne? Wir machen jetzt Dinge. Auf zu DNA Steiner. So. Junge Mann, was machen Sie da? Nichts! Speichern. Weißt du, und versuchst gerade so irgendwie deine Streichhölzer hier, weißt du? So aufzumachen. So. Bambi, erweist du mir die Ehre? Was machen Sie denn hier gerade? Erweist du mir die Ehre? Danke. Danke. Sehr, sehr lieb von dir. Nicht in der Stadt. Verzeiht mir. Oh, hoppla. Bye, bye. Oh, hoppla. Ja. Bye, bye ist nicht die richtige Begrüßung. I better take advantage of the lull. I've whipped up a huge batch of brownies for the PTA bake sale tonight. I just wish I could do more to help out those poor bums. Oh, will this sale hit bums? Ja, das hat man schon. What time is the baker?
I hope to see you there. 6 bis 10. Das heißt, in der Zeit können wir hier alles anzünden. He's dead. Ja, schade, he's like dead. Some thief wanted his barber's pole, but didn't think of the consequences. Maybe it's what the guy had to do. Nee, in der Tat. Maybe whoever it was really needed that barber's pole bad. That's no excuse. Ja, ganz genau. So, ne? Robin, du musst mal ein bisschen rübergehen. Du lehnst ein bisschen auf mir drauf. Das tut mir leid. Jetzt haben wir wieder ein schönes Bild. So ja, magisch schönes Bild, ne? Pardon. Der goldene Schnitt. I feel terrible about what happened at the fire station. Der goldene Schuss. Those firemen helped me decorate my diner. Die goldene Dusche. Und ganz viele andere schöne goldene Dinge. Ja, Golden Boy. Bye. Bye. Wie kannst du sie weglocken? Ich vermute mal, du musst warten, dass der Bake Sale ist. Und dann, während die beim Bake Sale ist, gehst du dahin und zündest das Ding an. Ja, aber wie kurbeln wir den Bake Sale an? Wie verbringen wir jetzt unsere Zeit? Das ist die Frage. Wo ist denn der Bake Sale? Da drin. Hier? Da drin, in der Memorial. Dann lass uns doch mal hier gucken. Memorial School. Friday. Nee, der ist ja erst morgen, oder nicht? Nee, der ist heute. Der hat doch gesagt, der ist heute. Hat der Typ nicht gesagt, der wäre morgen? Und hier steht ja auch Friday. Und ich glaube, wir sind nicht im Friday. Kannst du mal auf dein Inventar aufmachen? Friday. Oh, es ist Friday. Siehst du? You're totally right. Willst du nochmal mit dem Schlüssel das Dings aufmachen? Ja, ich wollte es versuchen. Mal gucken, ob da meine Maus neu bewegen. Mal gucken, ob da wieder geknattert wird. Oh. Nee, he motions you away from the door. Will er nicht. Will er nicht. Jetzt haben wir beide gerade darüber geguckt. So. Ich habe gesehen, du schaust darüber. Ich dachte, das wäre ein Hamster oder sowas. Nee, es war mein Handy, was angefangen hat zu leuchten. War kein Hamster, Freunde. Ich kann euch beruhigen, ja? Könnt die Polizei wieder zurückrufen? Es war kein Hamster. Können wir vielleicht mit Muttern reden, wegen der Kekse? Dass wir unsere Kekse hinbringen oder ja, so? Ja, dass wir ihr, sie würde ja gerne mehr machen. Vielleicht kannst du die kaputten Kekse von deiner Mutter klauen, ja? Irgendwie so, würde ich auch sagen. Und sie ihr geben. Dann sagt sie so, ja, ja, jetzt habe ich mega viele Kekse. Mutter, ich need Cookies. Ja, die im Müll, nimm die im Müll, nimm die Müllkekse. Geht nicht. Was sagt Hello, dear. How are you? Did you hear what happened at the barbershop? Bin super. The next ja. Morning, Pastorelli touched some light. Heavens. Ja, ja, haben wir gehört schon 5-mal. Your father, I don't see why decent working folk need a fancy wop styling their hair. That's how it goes. First you get a sissy trim, then bang, you're a communist. Bang, you're a communist. Einfach so. So geht. Weißt du, jeder, der sich die Haare schneidet, ist direkt ist dem Kommunist so in den Haaren. Those 1200 cookies. How many are you taking to the sale? Oh, about 20. Keine. The rest were stale. But ja. The effort wasn't wasted. It's for a good cause. Will you be at the school tonight? Ja. Ne? Wouldn't miss it. Nice, klar. It's Mutti. It's good to be open to new experiences. Don't you think it's odd? Good cause. Having a bake sale to pay for burying out-of-towners? Gosh, ahooties, what should we do? Leave them in the streets? Of course we should bury them. Ja, gosh, ahooties! Oh, mein Gott, ahooties! So schlimme Catchphrases gab es das letzte Mal in Life is Strange. Wowza! Wowzas! But there's nothing wrong with the air, it's perfectly clean. That's what I mean. Wie können wir eher... City folk, they get so used to smog that clean air is a shock to their systems. Was, gets was, them smog? Every time. Aber immer wenn ich die Mutter lächeln sehe, das tut mir weh. Ja, ja, wirklich. Oder? Ja, das Gesicht ist vielleicht auch fast auseinander. Ja, ja hab ich klar, doch. Haben wir doch schon gemacht, Alter, Mutti. Ey, dieses Baby, das ist bestimmt noch nicht echt. Nee, das Kind sieht echt irgendwie... Ich glaub, das... This is talk to Hank. Nee, du hast den Fernseher angeklickt, glaube ich, oder? Nicht schlecht. Ich hab Engel. It's too bad they don't give scalp badges for digging up buried kids. I like to see what that badge would look like. I went over to ask her what it was like being buried. Oh, boah, er ist das größte Arschloch. Er hat das vergrabene Kind, das wir gerettet haben, gefragt, wie es denn war, vergraben zu sein. Er ist ein richtig guter Mensch. Er ist ein richtig guter Mensch. Könntest du ihn einfach echt mal axten? So einfach mal abaxten. Weißt du, wenn wir nochmal, besuchen gehen? Papa, gehen wir nochmal besuchen. Oh, dieser Raum, Alter. Wow, das ist so. In diesem Raum ist so vieles falsch. Ich habe mir die letzte oder die vorletzte Episode nochmal angeguckt. What? Oh, diese Pobacken. Ja, die Pobacken. It's too risky. Ja, wie too risky. Ich glaube, wir sind gerade schon wieder irgendwo, wo wir nicht sein sollten. Was können wir denn? Wir müssen irgendwie den Tag voranbringen zum Bake Sale. Ich weiß es nicht. Vielleicht erzählt uns hier. Mit deiner Frau sprechen. Oh, nee, mit ihm sprechen wir besser nicht. Nee, guck mal, da ist der Kratzer dran. Das lassen wir lieber. Nee. Er ist nicht so gut auf Menschen zu sprechen, so insgesamt.
gucken wir mal, ob wir uns eine Runde, EU abholen können. Ja, klar, habe ich Hallo gesagt. Yes, I did. Thank God for that, hat er denn sein Fleisch gekriegt von uns? Nee, wir haben das Fleisch bekommen. Molested Karen and buried her alive. Karen accused of abusing her. I don't believe it. Sind wir mit ihm befreundet? Wir sind mit ihm befreundet. Well, I'm relieved. Was ist das für eine Reaktion? Was? Einfach so getan, als hättest du die Frage nicht gestellt. Das hatten wir doch schon. Can you imagine? You know, with the slaughterhouse full of meat in town, what kind of nutcase? Irgendwie ist das Gefühl, er ist ein bisschen langsam im Kopf. Ja, ja. Aber er freut sich gerade, sichtlich. Ne? Schau dir sein Gesicht an. Oh! Those silly willies down at the fire station are just incensed. Vielleicht müssen wir auch nochmal an der Fire Station vorbei. Nee, weißt du, mit wem wir jetzt erst sprechen? Ja, klar, mit der Mutti. Weißt du? Also, wir haben noch anderthalb Minuten Band. Und diese anderthalb Minuten Band weiß ich sehr, sehr gut zu nutzen. Und zwar zum einen kenne ich da. Ey, wir haben sogar noch 2 Minuten 20 Band. Krass. Ja. Zum einen gucken wir hier durch. Erstmal reingeschaut. Mal gucken, was sie heute anhat. Ja, mal gucken, was heute. Oh nein, Hint. Jetzt hab ich's übersprungen. Hint und Spoiler, das gleiche. Nee, wie immer. Diesmal ist es was Blaues. Immer das gleiche. Und sie zieht sich ein Jäckchen drüber. Robin, nein. Ist immer das gleiche. Nein, es gibt verschiedene Szenen. Immer ich das sag gleiche. Es, nein, es gibt verschiedene Szenen. Guck mal, da gibt es einen Hund in der Ecke. Ist dir der schon aufgefallen? Nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Ein süßer Hund. Gefällt mir. Das ist ein schöner Hund, ja. Ich mag diesen Hund sehr, sehr gerne. Die Körperproportionen von ihr sind auch besser, wenn du so 4:3 siehst und nicht ein 16:9. Komplett. Dann sieht sie ein bisschen weniger aus wie eine Birne. I'm glad to see you. I feel so alone, cooped up in here. Oh nein, jetzt geht's wieder los. I understand that bake sale is today. Oh, aber guck mal. It was the second coming, the way everyone is acting around here. It's insane. The maniacal attention paid to this bake sale. Like all the women in Harvest came from the same cookie cutter. It's unnatural. Ich verstehe sie irgendwie nicht. Unhealthy. Almost a parody of how things should be. Ich finde sie super schlimm, so vom Typ her, weißt du? Ja, sie ist so neunmal klug irgendwie. Aber liegt nur in ihrem scheiß Bett. Ich finde es nicht gut, dass wir unseren Willi da reingesteckt haben. Ich hoffe, du wirst es gleich auch nochmal machen, glaube ich. Ich glaube auch. So, sie erzählt jetzt irgendeine Scheiße und dann sagt sie, oh, mich juckt's da unten ganz schön. Kannst du mal nachgucken? So läuft das zwischen Steve und Cindy oder wie sie heißt. Was ist das denn für ein Blick? Faux mother keeps me up on the latest gossip. Ja, egal. Not like she really wants to talk to me. For instance, like show me that Mr. Johnson's Tucker has vandalized. Ja, wissen wir. Funny that Harvest would be full of them. Any idea who scratched the car? War ein Zufall. Nein, nein. Sagen wir es nicht. Keine Ahnung, kannst du dir schon sagen. Du bist ein Bad Boy. Weißt du? Why would you do something like that? Du weißt es doch! I see. Look. Ja. Ja, dann. Ja. Alles gut. Best way to find out. By committing vandalism? Verstehe das alles nicht. Ja. Ja. So harmless enough prank. It was a crime, ja. Steve. Halt die Fresse. Mädel. Ja, ohne Witz. Oh, shit. Wir haben nur noch 15 Sekunden. 13, 12, 11, 10. Oh Gott. Shit. Ich weiß nicht, was ich so tun. Wir warten den Dialog noch ab. Tschüss, Kamera. Tschüss. Aber wir machen den Dialog noch zu Ende. Someone stole some fabric from them. Ja, waren wir. I took that cloth. Wir sind ehrlich zu ihr. Die Aufnahme wurde wegen des Speichermangels gestoppt. Ja. So. Ja. Können wir dann oben einfach an unserer Stelle ein Bild von dem toten Typen unter dem Tuch einblenden? Oh, das finde ich gut. Ja? Das machen wir einfach. Ich würde doch einfach gerne die Sexszene da oben sehen. Ja, das kann man auch machen, ja. Das ist auch eine gute Idee. Jetzt, guck mal, jetzt streiten sie aber. Alter. Das eskaliert hier gerade, Robin. And the annual blood drive. Aber weißt du, was das Problem ist? Nee. Die labern zu viel. Alright. You have a point. Okay, ich hab überzeugt. Natürlich habe ich einen Punkt. Let's fuck. Ja, ich weiß, ich war's. I didn't mean to kill him. Steve, that was no little prank. A man died. Das ist die schlimmste Konversation der Welt. Forgot about the live wires in the water. That doesn't change the fact that you killed him. This initiation killed him. Ja, mein Gott. Was will sie denn jetzt? An accident which wouldn't have happened if not for the lodge. Hat sie die Möglichkeit, es ihr auch nicht zu sagen? Ja, ich hätte es überspringen können. Aber wir sind ehrlich zu ihr. Ja, klar. Weil Sex funktioniert nur auf ehrlicher Basis. Eben, du kannst da keine Beziehung auf Lügen aufbauen. Das funktioniert ja nicht. Nicht in der realen Welt und nicht in Harvest. Wenn sie erstmal sagt, wenn sie weiß, dass wir Edna Steiner abgefackelt haben. Ja. Vandalism, Theft, Manslaughter. Vergewaltigung? Next, Steve? Murder? Look,
Ja, natürlich. Ja, klar. Vor allem, wir haben doch schon gemördert. Wir haben schon mega viele Leute umgebracht. Mit der Axt. But now that I know you, I'm worried about you too. Oh, ich glaube, unsere Beziehung ist gerade zerbrochen. Ja, ich glaube, das haben wir nicht so gut geplayt. Because of you, how can you be fine? You've got to stop this. Tell me, is anything positive going to come out of this lodge initiation crap? Yeah, Sex. Yeah, or escape, hopefully. It just seems to me that this order of yours is getting you in deeper and deeper trouble. Schade, man hat mein Gesicht gesehen, aber ich mag dieses Gesicht, was er macht. Da ist schon ganz schön eine Gesichtsfasching am Start. You'll want to do anything. You've got to trust me. Robin, geht's dir gut? Oh, was? Wir fanden Karen? Oh, wie sie sich freut. Just in time, too. Ja, dein scheiß Vater. Alter. Ja, dein Vater. She says it was Mr. Dein Vater. Oh, Christ. Take it easy, okay? So, at least. Ja. Keyword. Bye. Bye. Okay, Freunde, das war Harvester. Wow. Das war sehr lang. Das war Harvester Nummer. Mein Gott. 15. Das war Nummer 15. Mit großer Sicherheit. Wenn nicht, Entschuldigung. Hätten das deine abfackeln müssen, aber wie genau wissen wir noch nicht. Wir sehen uns nächste Woche wieder, Leute. Kann ich einen Zoom auf ihre Schuhe haben? Bestimmt. Der Flo macht das jetzt. Oh, diese Schuhe. Ich liebe diese Schuhe. Kannst du das riechen, Robin? Oh, ich glaube, warte. Oh, ist das Nike? Mm-mm. Das ist Gorgonzola, mein Freund. Oh, super. Ich liebe Käse. Ich liebe Käse. Und jetzt bitte nochmal ein Zoom auf Steves Schritt, wie er erst die Arme verschränkt und dann ganz langsam auf seinen Pimmel. Macht's gut. Tschüssel.